Willkommen bei uns, Fraktionschefin der Grünliberalen, hier ist Diana Angelina Moser. Hallo Diana. Schön, dass du da bist. Ja. Ich habe es unglaublich gefunden jetzt in den letzten Wochen. Man hat eigentlich vor allem einfach eine Story gehört von dir, und zwar, dass du und dein Partner werden bald Eltern. Mhm. Kannst du sagen, wie ist das Leben so als Polit-Glamour-Paar? Ja, also ich wünsche mir das eigentlich nicht, aber ehrlicherweise muss man sagen, es gehört halt ein bisschen dazu, wenn man eine öffentliche Person ist. Es gibt dann so eine Welle und ich gehe jetzt davon aus, es ist jetzt bald wieder fertig. Schon? Darf ich noch eine weitere Frage stellen zu diesem Thema? Ja, bitte. Was mich wirklich wundern würde, wenn zwei Politiker zusammen sind, also wie ist das mit euch in einer Debatte? Beim Znacht geht es da weiter? Ja, also natürlich, Politik ist etwas, das mein Leben, ein grosses Teil von meinem Leben einnimmt. Und natürlich sind wir auch diskutieren. Wir sind auch nicht immer gleicher Meinung, das ist es so. Das wäre ich nicht bei den Grünliberalen und er bei der SP. Ja, und das funktioniert gut. Also so, es gibt auch ab und zu Auseinandersetzungen, das ist so. Weil ich habe nur den SP-Präsidenten Christian Löwen hat mal gesagt, ihr von den Grünliberalen, ihr seid sozial kalt. Ja. Was wirft ihr den Matthias Aebischer vor? Gut, ich bin ein bisschen liberaler als er. Also ich bin bei den Grünen liberal und bin darum ein bisschen liberaler. Und was jetzt so das liberale Arbeitsrecht anbelangt oder so, ja, da haben wir nicht unbedingt die gleiche Meinung. Aber dann muss man halt ab und zu wieder sagen, jetzt sollten wir das Thema auf die Seite legen. Aber ein liberales Arbeitsrecht, wenn wir gerade über die Arbeit reden, ihr seid beide in der Politik in Bern, ihr habt dann so 3 Wochen lang Session, also sind beide dort. Und also, du hast 3 Kinder, dein Partner hat 3 Kinder. Also wie organisiert ihr euch da? Ja, das ist eine Herausforderung. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, das ist, glaube ich, für ziemlich alle jungen Eltern in dem Land, die berufstätig sind und Verantwortung haben, ist eine Herausforderung. Das gehört dazu. Aber es geht, also ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen. Keine Sorgen? Nein. Okay. Also, ich meine, du bist jetzt hier mit Medienmarathon und willst dich ein bisschen entspannen. Wir haben danke. Etwas zu trinken. Ich habe einem Barkeeper hinten gesagt, ich soll einfach etwas machen, was auch okay ist für eine Frau, die in Erwartung ist. Also, ich hoffe, herzlichen Dank, stimmt doch. Ich tue es einfach auch, ich tue auf Alkohol verzichten. Das ist also sehr nett, ja. Schön. Also, du bist grünliberal. Und ich freue mich dann immer so, wie ist das genau? Also, ich meine, du hast auf der einen Seite der liberale Teil in dir sagt, keine Regulierungen. Mhm. Dann der grüne Teil sagt, das Klima schützen. Aber wie kann man das Klima schützen ohne Regulierungen? Also, Politik besteht ja nicht nur aus Umweltpolitik, abgesehen davon, dass man vorher über das liberale Arbeitsrecht redet. Es gibt ganz viele verschiedene Fragen, wo wir muss darüber... dass du mich ausklärst. So, wow. Eben, nicht, oder? Aber in der Ökologie ist es klar, wir müssen lenken, wir müssen regulieren. Das also, das ist okay, krasse Regulierungen einführen. Also, insgesamt bin ich immer mehr für Lenkung als für Verbot. Das Was heisst Lenkung? Lenkung heisst Steuern, zum Beispiel über das Portemonnaie. Also, wenn wir jetzt mit CO2 reden, dann haben wir... Also wenn man fliegt, sind einfach die Flugtickets sind einfach zu billig, zum Beispiel. Ja. Das wie Benzin ist müsste billig. So ein Flug sein auf London? Also ich glaube, es wäre sicher gut, wenn der ökologische Weg weniger kosten. Das ist sicher so. Also wie teuer? Was würdest du sagen? Was wäre so Schmerzgrenze? Man findet es okay, ab dann fliegt man nachher nicht mehr. Also ich muss sagen... Schau mal, die betroffene Stimmung jetzt im Publikum. Ja. Oh nein! Nein, also ich meine, was kostet irgendwie, wenn man ein Ticket jetzt zum Beispiel auf Hamburg nimmt, das Zugticket, kann man irgendwie für 300, 400 Franken haben, nehme ich an. Und der Flug ist einfach günstiger. Und das heisst schlussendlich, dass man die sogenannten externen Kosten, also die Kosten, die man der ganzen Gesellschaft überlastet, die im Klima belastend sind, dass die nicht im Preis enthalten sind. Und ich glaube, das ist falsch. Das ist so. Aber du sagst so Lenkung. Ich habe ein Zitat von dir gelesen. Du hast gesagt, du bist gegen Offroader in der Stadt. Aber du willst sie nicht verbieten. Gegen Offroader? Ja, es ist gestanden, du sagst gegen Offroader, aber du willst sie nicht verbieten. Also ich bin nicht bei den Grünen. Ja, aber da habe ich mich einfach gefragt, was bringt das der Umwelt, wenn du dagegen bist, aber nichts machst? Also ich bin weder bei den Grünen noch bin ich bei der FDP. Die FDP, die will nichts machen, oder? Das ist klar. Das haben wir jetzt mit dem CO2-Gesetz auch gesehen im Dezember. Die sagen, ja, ist alles schlimm, aber sie machen nichts. Und darum hat man das Gesetz dann schlussendlich auch abgelehnt. Aber wie würde man sie dazu bringen, etwas zu machen? Du mit dem Charme würdest du sicher herkommen. Ja, wir geben uns Mühe, aber offenbar lange es nicht. Was hast du schon gemacht bis jetzt? Ja, nein, wir probieren natürlich schon zu überzeugen. Aber schlussendlich, ich sage, man muss eine Überzeugung haben vom Umweltbewusstsein her. Es gibt Leute, denen ist die Ökologie einfach nicht wichtig. Denen bedeutet das nichts. Und für mich persönlich ist das der treibende Faktor, warum ich in der Politik bin. Aber ich habe ein liberales Gedankengut. Das heisst, dass ich eigentlich finde,
dass der Staat nicht überall sollte intervenieren, wo es nicht notwendig ist. Ja, wo wäre das so jetzt gerade? Also zum Beispiel, wie viele Kinder das man soll haben? Oder das soll, das ist ein Liberal, oder? Ja, also zum Beispiel bin ich für Ehe für alle. Das ist eine liberale Geschichte, ja, oder? Also, das ist schon das ist Lebensformen. Jeder soll im Rahmen von der Gesetzgebungen, die wir haben, sollen wir andere quasi nicht beeinträchtigen, sollen wir können so das Leben leben, wie es einem stimmt. Aber das finde ich einen guten Punkt. Also, wenn man euch ein Programm liest, dann eben, ihr seid für Ehe für alle, ihr seid eben für den Klimaschutz, ihr seid so für offene, vernetzte Schweiz. Aber man denkt, es tut alles vernünftig, aber dann habt ihr ja weniger als 5% Wähleranteil. Also, ja, wir arbeiten dran. Was läuft denn hier? Wir arbeiten dran. Nein, also das ist so, wir müssen mehr Wähler abholen. Selbstverständlich. Ja, wie macht ihr das? Wann machen wir das? Im nächsten Herbst machen wir das hoffentlich. Aber Bücher ist schon so ein im 2011 haben wir mega gewonnen. Ja. Im 2015 haben wir sowas von den Sack bekommen. Mhm. Und jetzt ja, im 2019. Ja, aber ich muss sagen, wir sind einstecken im 2011. Aber ich glaube, wir sind gut unterwegs im Moment. Wir haben eine total engagierte Jungpartei. Wir probieren neue Politformen aus. Wir haben ein Lab, so ein Think Tank. Das Lab, wow. Ja. Das ist aber ist total... Englisch oder bringt es aber? Nein, es ist eben wichtig. Also, man sieht es dann irgendwann, aber ich glaube, es was ist wichtig. Was machen Sie in diesem Lab? Man tut schlussendlich, muss man auch akzeptieren, dass man... Du gehst nicht auf meine Frage ein. Ja, Moment. Du bist nicht in der Arena. Es tritt sonst niemand drin. Nein, die Lebensformen sind nicht vielseitig. Und wenn man schaut, wie die Politikstrukturen sind, dann sind wir ja den Ochsenturm der Leute verlangt. Dass man ewig irgendwie bei einer Partei anfängt, Lokalpolitik also, macht. Die Lebensformen mit Ochsenturm, also ja. Dass man mit Ochsen auch eine Partnerschaft, nein. Es hat damit zu tun, dass ich vielleicht heute 2 Jahre in Zürich wohne. Mhm. Und also, so ist zumindest mein Leben verlaufen. Ich habe studiert in Zürich, nachher bin ich 4 Jahre im Ausland oder 2 Jahre im Ausland gewesen, dann bin ich wieder zurückgekommen. Und ich werde mich ja vielleicht dann engagieren, wenn ich da bin. Die Leute sind heute auch viel global unterwegs teilweise. Man muss beruflich sich können verschieben, schweizweit sich können verschieben. Und es gibt viele Leute, die sich aber wollen, thematisch einbringen und sich engagieren. Und das, kann das ist jetzt das Lab? Im Lab kann man sagen, ich interessiere mich für Gesundheitspolitik und will helfen, Ideen zu entwickeln. Und das funktioniert. Also das werden wir sehen, oder? Also, ja. Also wäre das Lab auch etwas... Es ist tragisch, wenn es funktioniert, nur wenn wir es die absolute Wähleranteile ummünzen können. Mhm. Oder ist es auch, wenn wir eine breite Mobilisierung für Politik erreichen können? Ja, das sind Schlagwörter, ja. Aber wenn du das Lab... Ich hoffe, es ist Realität. Ja, wenn du das Lab jetzt ins Spiel bringst. Wir haben ja momentan so extrem belastete Beziehung Schweiz-Europa. Jetzt mit dem Rahmenabkommen. So. Wie könnte man das entspannen? Also mit dem Leben weiß ich nicht, ob man das entspannen kann. Das ist jetzt mega entspannt, dass ich einfach ein bisschen zugelassen und denke, okay, irgendwann ist es dann fertig. Also ich glaube, wir müssen vor allem mal die öffentliche Diskussion in dem Land können führen. Ich sage immer, wir haben über 10 Jahre haben wir eigentlich keine europapolitische Diskussion mehr in der Öffentlichkeit gehabt. Mhm. Und das ist total wichtig. Und dann ist leider auch das Wahljahr. Und ich glaube, wir sind ja die einzigen die Grünliberalen, die fürs Rahmenabkommen sind. Ja, was wären denn 3% oder 5%? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man, wenn man die Diskussion transparent mit der Bevölkerung führen kann, dann nachher kann man eine Mehrheit gewinnen für das Rahmenabkommen, bin ich überzeugt. Du bist sehr transparent. Ich konnte kurz schauen, in welchen Interessenverband du dabei bist. Und es sind extrem wenig. Der eine Interessenverband, der ein bisschen rausgestochen ist, du bist im Fachverband für Elektrogeräte für Haushalt und Gewerbe. Ja. Warum, also ganz kurz gesagt, warum zieht es sich dort rein? Das hat eine Geschichte. Ui. Das hat eine Geschichte, schlussendlich. Die haben einen Öko-Beirat gehabt. Ja. Und dort war ich die einzige Politikerin mit dem ETH-Präsidenten zusammen, mit der Journalistin und mit dem Konsumentenverband. Und irgendwann haben wir den aufgelöst und gesagt, man tut das integrieren. Und ein paar Jahre später haben sie mich gefragt, ob ich Interesse hätte, das Präsidium zu übernehmen. Ich kenne den Verband gut, ich bringe meine grünliberalen Anliegen unter einen Hut und entsprechend mache ich das. Aber ich fände es mega schön, gerade herauszufinden, wie gut dass du den Verband kennst. Ganz zum Schluss. Ja. Wir machen ein kleines Quiz miteinander. Du dir das Geräusch spielen von so einem Elektrogerät, das in diesem Verband vertreten ist, und du sagst mir, was es ist. Aha, ja, also bitte. Erstes Geräusch. Mhm. Mixer. Ein Mixer? Ja, es ist eine Kaffeemaschine. Oh, ja. Du sprichst jetzt nicht gerade für die Kaffeemaschine, das sind für den Mixer. Okay, zweites Geräusch. Ja, ist der Blick kann alles sagen. Nein, also das
ist jetzt also ist das ein Haushaltsgerät? Ja, ist ein Haushaltsgerät, das, was wir in diesem Verband haben. Ja. Also offenbar muss ich mal mehr näher mit diesen Geräuschen auseinandersetzen. Wäre dringend nötig, ja. Also das klingt eher... Also das könnte vielleicht noch so eine Nagelfeilmaschine oder so. Nein, es ist ein Zahnbürschli. Oh Gott, ja. Toi, toi, toi. Okay, in dem Fall noch letztes Geräusch. Ja, mal schauen, wie ich besser dran bin jetzt. Ja. Staubsauger. Eindeutiger Staubsauger. Würde ich jetzt sagen. Ich hätte dir so mögen gönnen, dass du ein Geräusch wirst erkennen, aber es ist ein Hochdruckreiniger. Okay. Ja. Aber ich sehe, Trim, ich will noch üben. Schön, bist du zu uns gekommen. Danke vielmals. Diana Angelina Moser.